Guten Morgen, meine Freunde. Heute gibt es wieder einen neuen Vlog von mir aus der Bayarena, wie so oft, denn, naja, Jahreskarte und so. Wir spielen heute gegen Mainz 05 und, ja, hoffen wir einfach mal auf ein schönes Spiel. Ich bin schon fertig. Wir nehmen jetzt den Hund, der immer noch keine Lust hat aufzustehen, und machen uns auf den Weg. Erst den Hund abgeben und dann treffe ich mich heute mal wieder mit Pia und Lea. Ja. Und dann mal sehen, was das Spiel heute Abend uns bringt. Hoffen wir auf einen Sieg. So, ich habe meinen Hund jetzt weggebracht und hocke in Leverkusen und warte auf Pia und Lea. Da ich normalerweise die Einzige bin, die immer zu spät kommt, ist es irgendwie gerade komisch. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? No Pia. Keine Lea, kein gar nichts. Ich bin jetzt gerade wieder mit den Mädels und meinem Kaffee beim Thalia und überlege gerade, ob ich mir ein paar Bücher hole über Fußball. Einfach nur, um die mal gelesen zu haben. Kann mir jemand das Buch von Philipp Lahm empfehlen? Ich meine, Lahm fand ich eigentlich immer ganz cool. Ich meine, unnützes Fußballwissen kann man auch immer gut haben. Oder Gerd Müller. Auch hier eben irgendwas da. Liverpool ist auch immer interessant. Klopps Liverpool ist bestimmt auch geil. Ich habe es alles nicht gelesen, aber ist eigentlich mal eine Idee, oder? Lea ist mal wieder unentschlossen. Es ist schwer. Wir sind. Hi. Wir sind beim Café Extrablatt und Lea nimmt normalerweise immer. Was nimmst du immer? Aber Lea weiß nicht, ob sie heute Pizzaschnecken haben möchte. Vielleicht möchte sie auch einen Wrap, sie weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Was möchte sie denn jetzt? Der Käse. Der Käse, das ist das. Also es geht um den Käse. Wie wär's, wenn du einfach Käse bestellst? Nein. Ja, wir werden jetzt mal herausfinden, was Lea essen möchte. Und danach finden wir heraus, was Pia essen möchte, denn die hat so gar keinen Plan. Ja, nein. Und ich werde vermutlich wieder irgendwas aussuchen, was es nicht gibt, dann bin ich deprimiert. Ne? Sag mal tschö. Vielleicht kann ich schlafen. Ich glaube, das war so. Wir haben jetzt ein paar Nahrungsmittel erhalten. Denen gibt es noch lecker Nachos. Und Lea kämpft da gerade mit so einer Pizzaschnecke. Ja, wir werden das jetzt genießen. Cheers. Cheers. Immer schön gegen die Sonne, richtig schlau von mir. Wir sind wieder auf dem Weg zum Stadion. Ich treffe mich gleich, wie immer, mit meiner Mom. Ich war jetzt gerade mit Pia und Lea noch essen, die sind jetzt nach Hause. Ja, hoffen wir mal auf einen Heimsieg. Ist das schön. So ein schönes Wetter hier über Leverkusen. Da dreht man sich oben. Da kommt die Wolke. Und jetzt übrigens der Wasserturm. Falls ihr nicht kennt, jetzt habt ihr mal. Und wir sind wieder auf dem altbewährten Weg. Und planieren hier so durch die Sonne. Da hinten feiert irgendwer. Zur Bayarena. Heute ist ein super Tag. Ich hoffe mal, das Spiel wird genauso gut wie das Wetter. Wir sind im Stadion und die Mannschaft ist gerade reingekommen.
Schuss. Zurück zu Hause und das Monster auch, die versucht gerade zu essen zu kriegen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass der Tag rum ist, denn das Spiel anstrengend. Ich muss mir es gleich nochmal anschauen, denn für mein Empfinden war dieser Schiri absolut unfähig. Aber es kann natürlich auch sein, im Stadion kriegt man nicht so viel mit wie zu Hause vor der Kamera, denn wir haben nur eine Perspektive und zwar die aus unseren Augen. Ich finde, wir haben verdient gewonnen. Mainz hat definitiv nicht schlecht gespielt. Trotzdem, ich freue mich über den Sieg. Ja, und nächste Woche geht es dann nach Bielefeld. Auswärtsspiel. Leverkusen gegen Bielefeld am Samstag. Heißt, nächste Woche Sonntag kommt der nächste Vlog. Nee, gar nicht. Wir sind noch in der Euroleague. Aber das ist auswärts. Nee, da fahre ich nicht hin. dann kommt der nächste Vlog nächsten Sonntag zum Spiel Bielefeld gegen Bayer Leverkusen. Schaue ich mir mal das Stadion aus Bielefeld an, denn da war ich tatsächlich noch nicht. Schauen wir mal, wie das wird. Und falls ihr es nicht schon gemacht habt, um kein Video mehr zu verpassen, abonniert gerne den Kanal. Ich freue mich riesig. Und wie immer, was habt ihr vom Spiel gehalten? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns nächsten Sonntag.